Kurios, kitschig, unmöglich. Seit 5 Jahren gibt es das Oldtimer-Kurioseum in Usseln. Hier hortet Hans Schlömer ein Sammelsurium an skurrilen Schätzen. Ja, ich bin Sammler und habe Oldtimer gesammelt, Schwerpunkt Traktoren und halt meine alten Autos, die ich alle mal gefahren habe. Und dann stand ich vor der Entscheidung, was machen, entweder sammeln im stillen Kämmerlein oder halt das der Öffentlichkeit darstellen. Und das tut der leidenschaftliche Sammler auf insgesamt 1500 Quadratmetern Fläche. Gemischt wird besonders gern das, was keiner erwartet. Von Skeletten über Leichtbauflugzeuge, eine Hitlerbüste und anderen Kitsch ist alles dabei. Jeder, der hier war, der schüttelt den Kopf. Und das ist gewollt. Das ist ganz einfach gewollt, dass halt für jede Altersgruppe hier etwas ist, was auch interessant ist. Und gerade in der heutigen Zeit ist es nicht einfach, nur mit seriösen Sachen die Leute aus der Reserve zu locken.